Ein rivalisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu... Du bist gegen mich gelaufen. Zu The Witcher 3. Ja, wir gehen zu... Ich weiß nicht, wen du suchst, aber hier findest du ihn nicht. Irina, und reden mit ihr. Weil die Schauspieler sind echt ein bisschen komisch. Die laufen gegen einen und schreien mich dann an oder machen mich dann blöd an. Ziemlich komisch. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja. Wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein. Wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen, was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben ihr Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss eigentlich wollte ich ja gar nichts. Dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung.
Danke für die Bezahlung. Bis dann. 20 Kronen. Wir haben Wichtige gesehen, die aus Velen geflohen sind? Wir haben 20 Kronen dafür bekommen. Das ist ja ein Witz. Ich dachte jetzt eigentlich hier, da kommt... Wir kriegen hier Zeug ohne Ende. Preise erhöht. Er hat sogar die Tempelwache bestochen, damit sie das nee. Schutzgeld für ihn... Also wir treten auf jeden Fall nicht mehr auf. So wie Exkremente in die Kanalisation fließen, fließt der größte Abschaum... Wo müssen wir eigentlich hin? Dahin. Und da haben wir ein Dings... Ach so, ich muss ja zum Dings, zur... Ach, wie heißt denn? Zur Schnellreise. Das ist nicht eine Schnellreise. Was ist denn los? Zum Straßenschild. Ich gehe wieder ins Bett. Wobei, ich bin erst vor einer Stunde aufgestanden. Also, Beweg dich! Jetzt bin ich mal gespannt, ob der ganze Plan... so aufgeht, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Ja, ich würde mal das Feuer ausmachen, weil das sieht man von der Ferne. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Aber? Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... Verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hat. Ja. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Nein. Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beide. Gut. Du kennst die Grundlagen. Das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. Die bleibt bestimmt nicht da oben. So wie die guckt. Oh!
Ups. Es sind schon ein paar. Hilfe! Ja. Mann! Rittersporn. Verdammt. Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Komm schon! Vorsicht! Da sind noch drei Arschgesichter! Hier sind sie durchgeritten. Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Es wäre zu einfach gewesen. Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Ja gut, zwei Personen drauf. Ich gucke gerade gar nicht nach vorne. Ich gucke jetzt nur nach unten, dass ich ja auch bei den Spuren hier bleib. Doch, gedreht ist richtig. Los, los! Ja. Nicht so schnell, Plätze! Man hängt doch nicht in dem blöden Dings fest. Hufspuren. Der Fluss spuckt jeden Tag jemanden. Komm jetzt. Ja doch, ich muss. Los, lauf! Ach du Scheiße. Ja, ich bin nicht mehr, ja. Ja, 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 Kacke. Freunde. Alle Seelen loben das ewige Feuer. Verschwinde. Ja, danke für deine Hilfe. Sei gegrüßt. Nein, ich will nichts kaufen. Leb wohl. Kann ich nicht mit irgendjemandem hier reden? Ich könnte ein ganzes Fass Fusel vertragen. Warum zur Hölle belästigst du mich? Was willst du? Sieh an, der Hexer. Ja, sieh an, der Dorfälteste. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Rübe. Hä? Ach, mit dem kann ich reden. Oh. Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Mensch, die arme Rittersporn. Dein Reptilienblick macht mir keine Angst. Achso. Das arme kleine Mädchen halt. Oha, Blätze. Sieht aus, als würde es lahmen. Geht's denn jetzt hin? Mitten in der Wald rein. Super. Da liegt's. Das Pferd. Und das. Ja, okay. Denn erwartet, dass ich ihm die Beine abhacke? Ich wusste nicht mal. Hey du, was zur Hölle ist hier los? In welcher Hütte ist er? Was zur Hölle ist hier los? Setz dich dahin. Dahin, sag ich, und sei still. Schon gut, schon gut. Aber was dann? Wie lange sitzt du mich in dieser Hütte festhalten? Sei still. Ich bin still, keine Sorge. Aber wie komme ich da rein? Niemand kann mir nicht trauen. Einmal habe ich gesehen, wie ein... Ah! Ich wusste nicht mal, was er überhaupt wollte. Meinst du, jemand hat geplaudert? Wenn Riesenwilli wieder voll war und über die Bergstadt... Mann! Mit wem sollte er sich denn besaufen? Mit den Hexenjägern? So blöd ist nicht mal er. Hey, hey, Zwerg. Hey, du! Was ist los? Sag du's uns! Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja, permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke.
die Kellertür. Setz dich dahin, dahin, sag ich, und sei still. Schon gut, schon gut. Aber was dann? Wie lange willst du mich in dieser Hütte? Ah. Sei still. Ich bin still, keine Sorge. Jetzt mach doch mal das Ding auf. Ah, oh, Mann. Einmal habe ich gesehen, wie ein... Ah! Jetzt. Wow, Alter. Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Und keine Mätzchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Masthähnchen, verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keine Gänsehaut, aber lebendig. Wie gesagt, und du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Still, ich höre doch was. Hallo. Ah, stirb, verdammt! Nein, oh Gott, junger Vater ist... Ist das ein Arschloch? Das war knapp. Das war sau knapp. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit, reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich... Also, ich weiß nicht, wo sie ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Oh, super. Hallo. Reißt euch zusammen. Ups. Nein, das ist doch scheiße. Brauche erstmal wieder ein bisschen Leben hier. Ja, gegen euch muss ich gar nicht kämpfen, oder was? Ergib dich. Ah doch. Hopp. Vater, was ist denn hier los, bitte? Verfluchte Scheiße! Los, auf ihn! Los, auf ihn! Das ist eine Sie, du Idiot! Schlag ihn! Töt ihn! Immer noch eine Frau. Müssen wir uns passen lassen? Weil, what the fuck, wie viele noch?
Wie viele kamen da bitte? Das schafft doch kein Mensch, ey. Selbst wenn sie mit, also einige mit einem Hit auslöscht, ja, es sind noch genügend andere da, also. Vielleicht bin ich auch ein bisschen falsch gelaufen. Ja gut, aber dann würde ich sagen, dass dann geht's in der nächsten Folge weiter. Pack die Schlampe. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne auch einen Kommentar und dann hoffe ich, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.